Liebe Fußballfans, hallo und herzlich willkommen hier im Villa Park, dem Schauplatz dieses heutigen Spiels. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Dinamo Zagreb gegen Newcastle United. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute, ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob... Das kann was werden. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. Taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Sie suchen die Lücke. Oh, die Riesenchance. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. So, wir schauen. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Macht er ihn. Abgeblockt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Da müssen sie aufpassen jetzt. Emil Kraft. Tino Livramento. Jetzt kann der Konter kommen. Isak. Tja, Chance zum Konter war da, aber dann dieser Ballverlust. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber da machen sie dicht. Bruno Petkovic. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Macht er sich natürlich am Spielfeld dran so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Emil Kraft. Jacob Murphy. Sehr guter Einsatz. Das war zu hart, gibt Freistoß. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Jetzt wäre Platz zum Kontern. Da kommt der Befreiungsschlag. Bruno Petkovic. Die Chance jetzt. Nachspielzeit 1 Minute. Muss es fast sein. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Ich glaube, die meisten Fans dürften da mit der Leistung vor der Pause zufrieden sein. Wie hast du es gesehen? Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. Isak.
klasse Chance jetzt. Super Tackling. Den Ball will er nicht hergeben. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Super Pass, ja? Vielleicht der Ausgleich. Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore lagen sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Wahnsinn! Sie haben das Comeback geschafft und gleichen hier tatsächlich noch aus. Was für eine Moral in dieser Mannschaft. Bruno Guimarães. Isak. Vielleicht die Führung jetzt. Wichtige Aktion. Wird Abschluss geben. Ball kommt nicht an. Theophile Katerin. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Bruno Guimarães. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Ballverlust, da macht er zu. Klar, gibt Freistoß. Was eine Aktion. Da darfst du dich über Gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig gemacht bei dieser Entscheidung. Gibt auch keine großen Diskussionen. War gelbwürdig. Es wird gewechselt. Guter Pass. Das sieht gut aus. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Klasse Tackling. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Der Angriff jetzt. Frage ist, wer hat jetzt diese eine entscheidende Idee? Da hat er durchaus Optionen. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Ecke ins Zentrum. Er kann erstmal klären. Wilson. Der Angriff könnte was werden. Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung sein, was für ein wichtiges Tor. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Marco Rock. 2 Minuten werden nachgespielt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Sie müssen sich hier mit dieser Niederlage abfinden. Und Grund dafür war dieser späte Gegentreffer. Den haben sie nicht mehr ausgebügelt bekommen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.